Buongiorno, liebe 1000 PS-Fans. Ich glaube, es dauert nicht lange, bis ihr redet, wo ich bin. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es hat was mit Spaghetti Bolognese zu tun und mit einer Marke namens Ducati. Richtig, ich bin in Bologna. Ich werde morgen den neuen Scrambler Cafe Racer fahren. Und heute darf ich das Ducati-Museum besuchen und das Werk. Ob ich im Werk filmen darf, weiß ich leider noch nicht. Ich weiß aber eins, ich darf jetzt beim Buffet essen. Das mache ich auch jetzt. Und wir sehen uns gleich. Ciao. Nach einer Führung durchs Ducati-Werk, wo ich jetzt übrigens zum dritten Mal schon war und diesmal eigentlich noch beeindruckter als die letzten beiden Male, sind wir jetzt im Ducati-Museum in den Heiligen Hallen. Ducati nennt das Ganze selbst Art Gallery. Das kann man, glaube ich, gut verstehen, wenn man sich die Superleggera anschaut. Und das Ärgste, was ich gesehen habe im Werk, wo ich leider nicht filmen durfte, das waren Presse-Superleggeras. Superleggeras für die Presse. Da steht auch oben Seriennummer XXX von 500. Das heißt, die Modelle wurden zusätzlich produziert, neben der limitierten 500er Serie. Mir rinnt die Gänsehaut, ganz übel. Das heißt, es wird offensichtlich einen Test geben und ich fürchte, dass diese Exemplare, die wir dort fahren, danach zerstört werden müssen. Ich hoffe, dass ich keiner sein werde, der sie vorher schon zerstört. Aber ich hoffe, ich werde am Test teilnehmen dürfen, aber das werden wir, glaube ich, noch intern besprechen müssen. Und jetzt lade ich euch ein auf einen kurzen Gang durch dieses wunderschöne Museum. Und ich hoffe, dass auch mein Lieblingsbike von Ducati dabei ist. Ihr könnt jetzt noch Tipps abgeben. Es ist nicht die, aber es ist Nummer 2, aber es gibt noch eine Nummer 1. So, wer ein bisschen recherchiert hat, hat sicher herausgefunden, was ist meine Lieblings-Ducati. Falsch. Das ist die Supermono hier. Die ist viel seltener. Und die taugt mir viel mehr als die viel zitierte, berechtigterweise, 916er. Aber ich stehe halt auf wirklich rare Exemplare. Und wie ich hier hinten lese, gibt es von der Supermono nur 67.
Was für ein Kino. Ganz, ganz großes Kino. Die ganzen Rennmaschinen der Sieger hier vor mir aufgereiht. Nein, ich masturbiere nicht. Ich erhole mich jetzt kurz. Jetzt geht's dann zum Abendessen und morgen zum Test der neuen Scrambler Kaffee Racer. Ob das zusammenpasst, Scrambler Kaffee Racer und wie sich das Ganze fährt in einem anderen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, das unendlich herrliche Ducati Museum, schenkt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an und hinterlasst mir einen Kommentar. Was ist eure Lieblings-Ducati? Ich glaube, bei der Mehrheit weiß ich's, aber da gibt es sicher auch ein paar Spezialisten, die vielleicht auch etwas Besonderes als Lieblingsmodell haben, so wie ich, die Supermono. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.